der Lungen und der richtigen Technik wird aus Feuer, Sand und Soda ein Kunstwerk. Es war nicht von Anfang an mein Plan, Glasbläserin zu werden, aber ich komme von hier und der Besuch dieser Werkstatt weckte mein Interesse an diesem zerbrechlichen und zugleich wandelbaren Material. Es ist fantastisch. Glas, Kunst, einfach magisch. Da sind sich die Dänin Marie und die Französin Ulla an. Die beiden haben sich beim Studium an der Königlichen Eliteschule für Glasdesign auf Bornholm kennengelernt. Wir lassen uns als Shows. Was mir am meisten Spaß macht, sind weniger Gebrauchsgegenstände als vielmehr künstlerische Installationen. Dabei kann ich eine Geschichte erzählen.